Willkommen, ich heiße Sigild Oberwinkler und bin ein Austria-Guide. Was man an dieser Plakette hier bei staatlich geprüften, konzessionierten Fremdenführerinnen und Fremdenführern in Österreich als Qualitätskriterium sehen kann. Vor allem bin ich aber seit mehr als meinem halben Leben ein Graz-Guide und freue mich, mit Gästen die Schönheiten dieses Landes neu zu entdecken, wieder zu entdecken, und was Besonderes habe ich für euch heute auch im Programm. Kommt mit! Ich möchte euch heute begrüßen in Thal bei Graz. 10 Kilometer entfernt vom Zentrum der steirischen Landeshauptstadt schmiegt sich diese Marktgemeinde an den Plabutsch an. Es ist eine Grünoase, die aus 19 Weilern besteht und 2200 Einwohner hat. Hier von einer Anhöhe des rund 1000 Meter hohen Plabutsch im Westen von Graz sieht man auf die 19 Weiler von Thal mit seinen 2200 Einwohnern, die alle in einer wahren Grünoase zu Hause sind. Im heutigen Weiler Untertal gab es bereits im Mittelalter diese gleichnamige Burg, die sich im Besitz der Grafen Windischgrätz befand. In der Neuzeit folgten unter anderem die Grafen von Eggenberg und Herberstein, die hier sogar einen weitläufigen Tiergarten pflegten. Durch die jetzigen Besitzer wurde dieser Rundturm restauriert und bewohnbar gemacht. Nur einen Steinwurf von der Burgruine entfernt, weht einem der Hauch der weiten Welt und von Hollywood entgegen, was uns sofort an den berühmtesten Taler denken lässt, Mr. Universum, Filmstar, Governor von Kalifornien und Umweltschützer. Thal ohne Arnold Schwarzenegger geht gar nicht, wie man hier an der Statue von Ralph Crawford entdecken kann. 1947 wird der große Star hier in der Dienstwohnung des Vaters, der ein Thalscher Darm war, geboren, und er verbringt bis 1966 seine Jugend hier. Ehe er hinausgeht in die weite Welt, um als Muscle-Builder, Bodybuilder, große Karriere zu machen. 2005 wird die Idee geboren, das alte Forsthaus der Grafen Herberstein zu gewinnen, um hier ein Museum einzurichten. Arnold ist von der Idee begeistert, unterstützt diese Idee, und seit 2011 freut man sich hier, Gäste aus nah und fern begrüßen zu dürfen. Die Thaler Pfarrkirche ist Jakob dem Älteren geweiht, dem Schutzpatron aller Pilger, auch jener, die sich von hier aus auf den weststeirischen Jakobsweg machen. Das heutige Erscheinungsbild verdankt die Kirche dem Wiener Künstler Ernst Fuchs, der meinte, wo auch immer die Augen hinblicken, es muss etwas zu sehen geben. Und das ist im Sinne der Wiener Schule des fantastischen Realismus, farbenfroh, lichtdurchflutet und einladend gelungen. In der Apsis sehen wir rechts und links vom funkelnden Altar aus Kristallglas Bilder von Ernst Fuchs mit biblischen Szenen wie der Berufung Jakobs am See Genezareth. Der offene Dachstuhl schimmert in allen Farben des Regenbogens und lädt wie ein großes Zelt zum Verweilen ein. Schließlich findet man unter den vielen mystischen Symbolen auch die Jakobsmuschel an den Wänden und Sitzbänken wieder. Der Thaler See, idyllischer Sehnsuchtsort am Wasser zum Nachdenken und Ausruhen für die einen, Sportlerparadies für die anderen. 2014 wurde die Liegenschaft von der Stadt Graz erworben, um den See als Naherholungsgebiet mit Bootsverleih im Sommer und einem Eislaufbetrieb im Winter für Ausflügler zu sichern. Vor 100 Jahren hat es diesen See noch gar nicht gegeben. Er wurde aufgestaut. Und hier haben wir die Gedenkplakette, die daran erinnert, dass Hans von Reininghaus aus der berühmten Bierbrauerdynastie hier den Thaler See als Badeanstalt zur Freude und Gesundheit der Bevölkerung von Graz 1925 initiiert hat. Ich bin Sigild Oberwinkler, Mitglied der Graz Guides. Nicht vergessen, die Plakette macht den Unterschied. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem kleinen Spaziergang durch Thal Gusto auf weitere Führungen mit uns, den Graz Guides, machen. Und wie würde Ari sagen? I'll be back!